Strafe für Heinevetter. Nationaltorhüter Silvio Heinevetter ist vom Verband der Handball-Bundesliga zu einer Geldstrafe von 1.000 Euro verurteilt worden. Heinevetter hatte nach der Partie seines Clubs Füchse Berlin gegen die Rhein-Neckar-Löwen am Sonntag gesagt, seine Mannschaft sei verarscht worden. Das fasste der Verband als Angriff auf das Schiedsrichter-Duo auf. Hintergrund der Heinevetter-Kritik: Die Unparteiischen hatten in der letzten Sekunde das umstrittene Ausgleichstor des Mannheimers Patrick Goretzky anerkannt. TV-Bilder bewiesen jedoch, dass der Nationalspieler bei seinem Wurf bereits im Kreis stand. Heinevetter will daher die Strafe nicht akzeptieren und schaltete einen Anwalt ein.